Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Apex mit dem Julian. Hallo. Und dem Pierre. Hallo. Der gerade den Hügel hier oben abbaut von Erde. Weil wenn ich hier kann, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann mache ich heute das. Wahrscheinlich mit voller Motivierung, ne? Ja, total. Erde abbauen, mega spannend. Ja, weil bei mir hier auch Eisenbahn weiterbauen, weil ich weiß ja nie, ob das dann überhaupt noch was wird hier, wenn man die nicht weiterbaut. Ajax ist ja kaum noch da. Ja, der ist ja nie da. Auf dem neuen Kanal, da kommen auch nicht so ganz viele andere Videos, aber kein Apex. Stimmt. Ja gut, die machen das auch zu viert oder so. Kann sein, so, ja. Weiß ich genau. Ja. Alter. Wieso nimmt man nicht einfach TNT hierfür? Viel einfacher. Nur ein bisschen kompliziert die Schaltung jetzt. Aber auch nur ein bisschen. Was für eine Schaltung? Die ich hier gerade gemacht habe. Für die Tür. Oh. Ach komm. Ich dachte gerade, ich rede von TNT. Ich drücke da auf eine Druckplatte. Die löst das aus, dann müsste sie doch das auslösen. Ja. Ah, da ist ein Signal drauf. Oh, er kann es auf Morgen. Ach, da ist immer noch ein scheiß Signal drauf. Stimmt. Oh, shit. Oh, shit. Hä, hier ist doch in Ordnung. Ja, gut, wie mache ich das jetzt hier? Ja, gut, ich meine. Warte mal. Boah, ist ja richtig geil. Ja, guter Plan, Ajax. Was ist eine Höhle. Ja, der baut sein Ding hier mitten in eine Höhle rein. Beim läuft halt. Ja, was ist denn? Muss man die Höhle halt so bauen, ne? Ah, der ist vorbei. Scheiße. Hier ist doch gar nichts. So, wie fangen wir jetzt? Problem? Machen wir das hier oben irgendwo zu. Hier so. Die Lampe hier geht nicht rüber. Dann machen wir zu hier. Oh nö! Gar nichts hier, oh nö. So. Machen wir mal so. So, den hier weg, ne? Ich sehe grad gar nichts, okay. Machen wir einfach mal eine Fackel hin. Das ist super. So. Ja, es ist spitze. So, ah, jetzt sieht's gut aus. Jetzt kann man das so weiterbauen. Oh ja, hier. Sehr gut, es geht. Nice. Läuft bei dir. Nur maximal umständlich hier die Schaltung. Maximal, weil sich dauernd irgendwas kreuzt, weil es einfach alles so... Ja, komm. Weil einfach alles so eng hier ist. So. Ich weiß doch, womit man Pia aufmuntern kann. So. Vor allem kreuzen und eng, das passt aber so gut zusammen. Hm. Jo, mega nice. Mega! Und es fällt überhaupt gar nicht auf den ersten Moment. Das ist gut. Penis. Mach nicht normal, dass du da kabbelst. Na komm, kabbelst du hier nochmal. So wie die ganze Treppe ist auch mit kabbelst. So. Okay. Ja, passt. Passt. Ah, es kann nur jetzt. Fragt sich jeder, wie komm ich da rein? Es darf sein, ja, ey. Gut. Ich sag nicht genau, wo ich die Mauer hingebaut hab. Ja, gut. Dann machen wir das so. Ich bring mal meinen Müll weg. Aber nicht in dieser Folge. Da hab ich keine Lust. Wo bist du denn überhaupt hier?
oben unter den Erdhügel abbauen. Ach so. Wie gesagt. Ja, habe ich dann überhört anscheinend. So. Anscheinend, ja. Ist der auch noch ab hier jetzt oder nicht? Boah, wie viel Scheiße ich schon wieder im Inventar habe. Eisen haben wir genug, ja, komm. Jolo. Für ein paar Stück reicht's. So. Ach, ich habe ja auch noch im Inventar. So. Redstone. So ein Rucksack, man, wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Warum spiel nicht gleich wie The Beast? Alter, Mami, Alter! Ja, wieso denn nicht? Wäre auch lustig. Was? Feed the Beast. Was wäre lustig? Feed the Beast. Voll geil. Was ist das? Abwechslung. Ja, ist nee, ja. Nee, Tacket ist blöd. Ach, Tacket ist auch cool, aber. Ja, aber. Aber ich finde es voll übertrieben, was dieses neue Feed the Beast Infinity, Alter, wenn ich da nur Minecraft Mark gucke, das ist einfach. Ah, Alter, was du da machen kannst. Es sind einfach 5 Milliarden verschiedene Sachen drin, weißt du? Ja. Da gibt's einfach jeden Scheiß, da gibt's den ganzen Technik-Scheiß. Alter, Toilette es gibt's den auch. Technik-Scheiß, es gibt den, es gibt den so Magie-Scheiß, es gibt alles Mögliche. Wie ich einfach im Vergleich zu Tacket oder sowas die Liste dreimal so lange an Mods, die ja implementiert ist. So, machen wir jetzt ins Restleder rein, was ich noch hab jetzt. Irgendwo beim Mob-Drops oder so. Ja, aber mal. Jo, ich sehe aber wieder gar nichts hier. Wunderbar, du. So. Wunderbar, die der. Gründer, Detlef. Ja, da kann man mal ein bisschen was im Inventar behalten. Ja, ich bringe eh gleich wieder eine Menge mit. Rohes Fleisch, packen wir mal in den Ofen. Dann. Ja, Erde, wie gesagt, im Inventar behalten. Das machen wir mal so. Dann machen wir das hier mal so. So, okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alter. So. Machen wir mal woanders denn. So. Oh, meine Spitzhacke ist gleich kaputt, das heißt Schicht in Schacht. Na, wird dann nicht Schicht gebaut. Im Schacht! Schacht im Schicht! Guck mal, das heißt, wahrscheinlich würde erstmal, außer die Leute, die Folge hier sehen von Apex, würde erstmal keiner checken, wie man in unsere Bude kommt. Coole Sache. Habe ich auch nicht. Also wenn die Leute das schauen, dann wissen sie es aber ansonsten nicht. Oh, da ist ein Evil Chicken in the TS. Evil? Wer ist eigentlich, war noch nicht einer im TS, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Dustin? Nein. Dr. Evil? Nee. Eason? Kevin? Kevin. Nee. Mehr gibt's nicht. Ich <Ajax. Aha. lacht> Nee, das war, ja, keine Ahnung. Den Namen habe ich auch noch nie gesehen. Oder gehört. Keine Ahnung, einfach. Danke. Mm-mm. Dann, keine Ahnung. Kommst du mal zurück, keine Ahnung. Also runter. Ja, Moment. Oh, Tageslicht. Dann kann ich erstmal hier den ganzen Müll hier wieder mitnehmen. Oh, gut. Das ist bei 9 Minuten übrigens. Ah. So. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Feuerwache bauen darf oder nie, aber. Nein. Den baue ich abgelehnt. Aber da hinten ist er auch nicht besser als da. Läuft bei dir. Ich zoome so gerade dran, dann springst du runter. Sei jetzt rat bei mir, wie man reinkommt. Kommst du nie drauf, ohne dass ich dir sag. Wie ich reinkomme? So. Nein, wie man regulär in unser Haus reinkommt, in unserer Bude. Ja, von der Treppe aus, oder nicht? Ja, aber wie die Tür jetzt, Tür nennen wir es mal, den
jetzt funktioniert. Boah, ich muss mal zum Optiker so lange. Ich geb dir mal einen Tipp hier. Nimm mal die. Mal gucken, ob du es jetzt checkst. Was haben wir hier noch? Ganz viel Müll, okay. Ja. Muss, ja, draufhauen und dann durch. Komm auch einfach mal hoch. What the fuck, Alter? Hast du gewusst, dass sowas geht? Nee, nein. Wahrscheinlich nicht. Das ist aber krass, ne? Denkt man nicht so im ersten Moment dran, dass man das Dings da machen muss, ne? Wegmachen muss. Ja, dann brauchen wir das, dann müssen wir das ja jetzt immer dabei haben. Ja, ja. Mal, sonst musst du dich halt Results bauen, ja. Wow, ey. Weil ist schon irgendwie cool. Hab ich, das hat mal jemand als Falle benutzt damit, hat das als Falle ausgelöst bei Baro 2. Auf, also, was ich da auch schon drauf. Ganz schnell wieder Ende war. Das ist schon Ewigkeiten her, ja. So. Oh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Deshalb wollte ich einfach mal testen, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert, deswegen habe ich ihn auch in der ersten Folge noch nebenbei nachgeguckt. So. Oh. War trotzdem genauso schnell Ende wie das andere Projekt, ne? Was? Varo? Ja, Varo 2 war genauso schnell Ende wie Varo 1. Ja, interessiert mich aber auch relativ wenig. Also, vor allem am Ende nicht mehr, Alter. Hä? Aber vor allem am Ende hat es mich nicht mehr so wirklich interessiert. Wo, ja, alle Leute raus sind, eigentlich die cool sind. Das ist korrekt. Aber auch mein MC-Expert noch, aber ganz ehrlich, den finde ich nicht so unterhalten, so mega. Der ist halt übertrieben gut in Minecraft und so. Hi. Und was glaubst du, kommst da rein? Keine Ahnung. Was glaubst du, womit was hier in der Umgebung ist, könnte es was zu tun haben? Hast du bei Varo 2 gut aufgepasst am Ende? Das hat ja gar nicht bis zum Ende geguckt. Ja, das ist jetzt ein Nachteil. Jetzt Rick stammt nämlich daher in der Anfangsausführung. Was ist bei Varo 2, was für eine Falle gab es bei Varo 2 am Ende? Ich hab nur den mit der Lava-Falle gesehen. Ach man, hier. Man kann hier so draufhauen, dann kann man durchgehen. Aua, nein, ich sterbe. Dafür brauchen wir eine Hake, du Lappen. Okay, ist ja blöd. Das gab's als Varo-Falle mal. Das hat doch Dings MC-Experiment gemacht. Mhm. Aber der andere ist, ohne Scheiß, das war glaube ich Spark of Phoenix, der da hochgeflogen ist, den es so überhaupt nicht tangiert hat. Der ist einfach locker, der ist irgendwie so 20 Meter in die Luft katapultiert worden, hat ihn nicht gejuckt. hat aber auch Lack gehabt und ist in Wasser gelandet. Der Plan war eigentlich, dass er auf den Boden aufschlägt und stirbt, aber. Hat aber Glück gehabt. Ja. Na gut. Ja. Da will man Besitzer. Ja, genau, deswegen können wir auch an der Stelle die Folge beenden. Und ja, würde ich sagen. So. Ich habe wenigstens das hier zu Ende hingekriegt, das ist schon mein Ziel. Oh, ihr leuchtet richtig bei mir. Ja. Ja, wir haben ja auch, wenn auf Zauber, wir sind auch awesome. Nee, ihr leuchtet weiß einfach nur, wegen dem Shader. Ich muss sagen, ja, wenn du so einen scheiß Shader hast. Ist nicht scheiße. Derselbe, den deiner hat. Hey. Ich habe gar keinen. So. Na gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.